Tja, irgendwas ist ja immer. Das bekommt die Landesregierung auch bei der Windkraft zu spüren. Die Wirtschaft fordert mehr Tempo bei der Planung, wo in Schleswig-Holstein noch neue Windräder entstehen dürfen. Die Windkraftgegner mahnen zur Zurückhaltung. Und beide Seiten versuchen ständig, die Entscheidungen zu beeinflussen. Als Innenminister Grote heute neue Ausnahmen vom derzeit noch geltenden Baustopp vorstellte, da war auch die Vertreterin einer Bürgerinitiative zur Stelle. Bin ich jederzeit bereit, also auch die Gedanken aufzunehmen, jederzeit. Wie gesagt, nur mit 10H kommen wir wirklich nicht weiter. Es wäre aber schon sinnvoll gewesen, sich die Argumente für die 10H so, also ich habe das Gefühl, das hat sich nie jemand wirklich ernsthaft zu Gemüte geführt, sondern nein, da sind so ein paar Bürgerinitiativen, die sich da irgendwas ausdenken. Nein, so wird das kommuniziert. Also das würde ich Ihnen nie unterstellen. Hier treffen Welten aufeinander. Die Bürgerinitiative fordert seit langem 10H-Abstände zu Häusern, also das Zehnfache der Höhe eines Windrades. Bei einem 200-Meter-Windrad wären das entsprechend 2000 Meter. Doch das wird so nicht kommen. Geplant sind 1000 Meter. Oder bei sehr großen Anlagen 5H. Jeweils aber nur bei neuen Anlagen. Auf insgesamt 2% der Landesfläche soll dann Windenergiegewinnung möglich sein. Bei der Bevölkerung kommt an, die Interessen der Branche werden wichtiger genommen als die Interessen der Menschen im ländlichen Raum, die schon seit Jahren eigentlich sich bemühen, konstruktiv an dem ganzen Verfahren mitzuarbeiten. Bei der alten Landesregierung haben wir uns nicht nur im Protest geübt, sondern eben auch versucht, konstruktive Vorschläge zu unterbreiten. Es muss keine 2% Flächenausweisung sein. Das ist ganz wichtig und relevant, weil 2% Flächenausweisung, sich nur auf die Fläche festzumachen, ist immer ein Kniefall vor der Branche, die unbedingt die Fläche möchte. Wo genau bei uns künftig überall Windräder stehen könnten, wissen wir sowieso erst nach der Sommerpause. Dann soll der entsprechende Planungsentwurf vorliegen. Die Landesregierung wollte heute trotzdem etwas liefern und verkündete, dass es künftig wieder Ausnahmen für den Bau von Anlagen geben werde. Bis zu 200 könnten das sein. Klarheit gibt es im Moment nur für sehr wenige Investoren. Zum Beispiel hier in den Reußenkögen in Nordfriesland. 19 Windkraftanlagen dürfen dort repowered, also durch leistungsstärkere, ersetzt werden. Ausnahmen gibt es außerdem für 10 weitere Anlagen, verteilt aufs Land. Insgesamt also 29 Genehmigungen. Die restlichen etwa 170 müssen noch geprüft werden. Wir haben jetzt eine vorläufige Kulisse. Wir können sagen, welche Bereiche auf jeden Fall gehen. Und ich denke, das ist auch ein ganz starkes Signal an die Branche, dass der Ausbau jetzt weitergeht. Naja. Ich sag mal so, das einzige Positive daran ist, oder man kann nur positiv darauf schauen, wenn man guckt, wo man herkommt. Und wo man herkommt, sagt man, wir haben 2 Genehmigungen gehabt bisher in diesem halben Jahr. Und 2 Genehmigungen in ganz Schleswig-Holstein im halben Jahr ist ein Stück weit unwürdig. Und es ist halt einfach auch wirtschaftspolitisch und energiepolitisch eine Katastrophe. Und da werden diese 29 Anlagen auch keinen großen Wandel bringen, sondern sind auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt wohl kaum ein anderes Thema bei uns im Land, bei dem der kleinste gemeinsame Nenner unter allen so winzig ist.